Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Kulturepochen zu diesem neuen Video. Ja, wir waren beim letzten Mal ein wenig eingetaucht in die Hintergründe und Zusammenhänge, die wir aus anthroposophisch-geisteswissenschaftlicher Sicht ein wenig kombinieren können im Hinblick auf das aktuelle Zeitgeschehen, um für uns vielleicht ein wenig mehr Klarheit über die aktuellen Ereignisse schaffen zu können. Und ich möchte an diesem Punkt gerne heute mit euch weitermachen, aber zunächst noch ein kleiner Verweis auf das vorherige Video. Einigen war es im Kommentarbereich zu Recht aufgefallen, dass ich an einer Stelle einen kleinen Versprecher eingebaut habe in Bezug auf die Zeitalter bzw. die Entwicklungsepochen der Verstandesseele und der Bewusstseinsseele, um das an dieser Stelle noch einmal klarzustellen. Seit 1413 befinden wir uns im Zeitalter der Bewusstseinsseelenentwicklung und vor 1413 dort war die Entwicklungsperiode der Verstandesseele. Ich hatte das an einer Stelle verwechselt und wir können sagen, dass eine jede solcher Epochen ungefähr 2000 bis 2500 Jahre dauert. Denn wir haben gesagt, es befindet sich immer in einem Übergang, die Dinge fließen ineinander und dementsprechend sind genaue Jahreszahlen, die Angabe von genauen Zeiträumen, so wie wir sie heute in unserem Verständnis nutzen, an dieser Stelle mit Vorsicht zu genießen sind. Erst recht, wenn wir weiter in die Vergangenheit vordringen, da tut man gut daran, sich nicht zu sehr an genauen Jahreszahlen festzuhalten, sondern auch da die lebendige Betrachtung zuzulassen, was mich zu einem weiteren Hinweis im Kommentarbereich führt. Dort hat ein Zuschauer angemerkt, dass, wenn wir davon ausgehen, dass die altindische Kulturepoche, das heißt die erste nachatlantische Kulturepoche, circa 9000 vor Christus begonnen hat, dass es da an einigen Stellen der archäologischen Forschung bereits Hinweise auf Bauwerke und Kulturhinterlassenschaften der Menschen gegeben hat, die älter sind. Und ich möchte nur darauf verweisen, wir werden zu diesen Zusammenhängen noch kommen, dass wir nicht davon ausgehen sollten, dass zu dem Zeitpunkt, als die überlebenden Menschen der Atlantis das sich erhebende europäische Festland betreten haben, dass es da also nur diese atlantischen Menschen gegeben hat. Wir wissen von Rudolf Steiner, dass er durchaus an einigen Stellen anmerkt, dass sich die Atlantier dann im Zuge ihrer Siedlungsbewegung von
Nordwesten nach Südosten in Richtung Gobi, Wüste Gobi, wo dann die erste altindische Kultur entstand, dass sich die Atlantier dort auch mit anderen Menschen vermischten. Und somit können wir also davon ausgehen, dass es sich, wenn die Rede ist von Atlantiern, um Menschen gehandelt hat, die einer übrigen Menschheit eingegliedert worden sind, dass diese aber diejenigen gewesen sind, die den entsprechenden Impuls für eine Leitkultur, wir haben ja etwas Ähnliches, wenn wir von den anderen nachatlantischen Kulturepochen sprechen, beispielsweise die ägyptische Zeit, dass wir hier erfahren, dass die ägyptische Kultur mit ihren spezifischen Merkmalen sich auch an anderen Stellen der Welt mehr oder weniger zeitgleich offenbart hat. Ich verweise nur auf den Pyramidenbau in Mittel- und Südamerika, sodass wir sagen können, diese Neuerungen in der Menschheit vollziehen sich durchaus auch losgelöst von räumlicher Begrenztheit. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Menschen zu dieser Zeit mehr oder weniger in großer Zahl noch verbunden waren mit der geistigen Welt und dass sich die Entwicklung von einem Gruppenwesen, der Mensch als Gruppenwesen, hin zu einem individuellen Wesen und diese Zwischenstufen über weltliche Führer, das heißt Pharaonen, Hohepriester und ähnliches, auch an anderer Stelle der Welt abgespielt hat, nicht nur begrenzt auf den geografischen Raum Ägyptens. Ja, und wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, dass der Übergang von der Empfindungsseele, die im alten Ägypten ausgebildet wurde, in diese Verstandesseelenzeit für die Menschheit sehr entscheidende Entwicklungen mit sich gebracht hat. Wir hatten Moses als eine zentrale Figur dieses Wandels vom Menschen als mit Empfindungsseele begabten Wesens hin zu einem verstandesseelenbegabten Wesen, dass Moses hier eine entscheidende Rolle einnimmt und wir alle kennen die Überlieferungen über seinen Auszug in die Wüste mit dem aus der Sklaverei der Ägypter befreiten Hebräer. Und wir haben durch Rudolf Steiner ebenfalls die Angabe, dass dieses hebräische Volk zur damaligen Zeit eine äußerst wichtige Aufgabe im Weltgeschehen erfüllen sollte, ausgehend von Abraham, der gemeinsam mit seinem Sohn Isaak und seinem Enkel Jakob als der Erzvater
des hebräischen Volkes angesehen wird. Und dieser Abraham war laut Rudolf Steiner der erste nachatlantische Mensch, der mit der Gabe des Verstandesdenkens begabt wurde. Und wenn wir dann weiterschauen in die Entwicklung, die das hebräische Volk innerhalb der Kulturepoche, der nachatlantischen Kulturepoche Nummer 4, die griechisch-lateinische Zeit, eingenommen hat, dann möchte ich an dieser Stelle noch einmal verweisen auf die Qualität der Zahl 4. In der 4 kommt eine angestrebte Form voll zu sich selbst. Und das heißt, wenn wir diese besondere Rolle des hebräischen Volkes auf diese vierte nachatlantische Kulturepoche nun anwenden, dann wissen wir aus den Schilderungen Rudolf Steiners, dass dieses hebräische Volk den göttlichen Auftrag hatte, durch eine gewisse Reinhaltung der Abstammung hin zu Abraham, der mit dem Verstandesdenken begabt wurde, in dieser Reinhaltung der Abstammung sollte es möglich werden, ein Leibesgefäß zuzubereiten, ein Leibesgefäß hervorzubringen, das in der Lage war, stark genug zu sein, um den Christusgeist für eine gewisse Zeit auf Erden tragen zu können. Und somit ist es auch erklärlich, dass wir auch heute noch häufiger, wenn es um das hebräische Volk geht, diesen Zusatz vernehmen, es handle sich um das auserwählte Volk. In diesem Zusammenhang kann man sagen, wäre diese Konnotation durchaus begründet. Das heißt, die Hebräer waren auserwählt, dieses Leibesgefäß, diese Grundlage, könnte man sagen, zu schaffen, dass sich dieses größte Menschheitsereignis, welches mündet in das Mysterium von Golgatha und damit in die Verbindung des Christus mit jedem einzelnen Menschen und mit der gesamten Erde und ihrem Umkreisen, dass dies möglich werden konnte. Nun müssen wir dem allerdings noch etwas hinzufügen. Wir haben öfter über den Entwicklungsgedanken gesprochen und haben festgestellt, dass eine Entwicklung stets mit Veränderungen der Umstände verbunden ist. Dass also bestimmte Zustände,
bestimmte Errungenschaften, bestimmte Ernennungen, Feststellungen, Beurteilungen, die in einem gewissen Zeitraum wahr, gültig und richtig sind, im Zuge einer fortschreitenden Entwicklung durchaus auch einmal ihre Gültigkeit verlieren. Und dass man könnte sagen, die Anpassung an diese sich ändernden Umstände, an diese sich ändernden Weltenzustände, in die auch die Menschheit mit eingeschlossen ist, dass es immer ein gewisser Kraftaufwand ist und dass es auch eines gewissen Mutes bedarf und auch einer gewissen Demut. Denn Mut kann auch nicht immer positiv sein. Deshalb ist es wichtig, zum Mut auch die Demut zu entwickeln, dass man eben auch einsehen muss, wenn es für bestimmte Dinge in der Welt Zeit ist, dass sie weichen. Um Platz zu machen für Neues. Um der fortschreitenden Entwicklung nicht im Wege zu stehen. Und so haben wir eben auch, was die Gedanken, die ich versucht habe, eben zu erläutern, so haben wir eben auch durch die Jordan-Taufe, durch das Wirken des Christus im Leibesgefäß des Jesus von Nazareth und durch das Mysterium von Golgatha quasi ein Aufheben dieser alten Ordnung und ebenso wie wir es ja bereits auch in Bezug auf den Materialismus festgestellt haben, ist es also im Weltgeschehen nicht verwerflich und auch nicht weiter schlimm, wenn bestimmte Zustände sich einstellen, die mit der Entwicklung hin zur Freiheit des Menschen zu tun haben, dass es aber durchaus problematisch wird, wenn an diesen alten Gesetzen, an diesen alten Zuständen festgehalten wird. Das heißt, wir haben an dieser Stelle einen Punkt, den wir uns sehr genau vor Augen führen sollten. Und wenn wir uns diese multipolare Konfliktstruktur, die hinter den aktuellen Geschehnissen im Nahen Osten stehen, nun weiter anschauen, dann haben wir auf der anderen Seite eine weitere religiöse Strömung, die eine durchaus wichtige Aufgabe im Zuge der Menschheitsentwicklung übernommen hat,
Wir werden darauf noch genauer eingehen. Und die allerdings ihren starken Kontakt, ihre starke Verbundenheit in einer ähnlich fernen Vergangenheit sucht, wie sie aus dem hebräischen Volk heraus vor uns steht. Das heißt, wir haben es also mit beiden Akteuren, bei beiden Akteuren haben wir es mit Geistesströmungen zu tun, die ihre Wurzeln in einer weiten Vergangenheit suchen. Und was die Gegenseite zu den Hebräern betrifft, wenn wir es so nennen wollen, dann könnte man ja zunächst meinen, dass dies nicht so sei, da diese Religion nach dem Mysterium von Golgatha entstanden ist. Aber wie wir noch sehen werden, besteht in diesem Glaubensbekenntnis ein starker Ruf nach einer Renaissance des Vergangenen. Und wenn wir nun den Anschluss suchen an die Zukunft, an die gedeihliche Zukunft für alle Menschen, dann ist aus geisteswissenschaftlicher Sicht klar, dass sich diese gedeihliche Zukunft an das Schicksal des Christus zu binden hat. Und dieses Schicksal des Christus ist nicht ein Determinismus, so wie wir ihn durchaus auch aus den Ausführungen des heutigen institutionalisierten Christentums, wie es genannt wird, hervorgeht, sondern die Zukunft, das Schicksal des Christus wird auch unser Schicksal sein. Oder wir könnten sagen, wir haben es in der Hand. Alle Menschen. Und alles beginnt mit der Erkenntnis, mit dem sich vertraut machen, mit dem demütigen Schritt in Freude und in Hingabe an das Lebendige, in Hingabe an das liebevolle Durchdringen der Zusammenhänge der Welt, indem wir unser Bewusstsein zunächst darauf richten, dass wir kommen von einem Jesus-Verständnis zu einem wirklichen Christus-Verständnis. Und daran möchte ich gerne im Kontext dieser Videos
mit euch voranschreiten. Und als Grundlagenverständnis in diese Richtung möchte ich nun einen weiten Sprung in die Vergangenheit mit euch machen. Und zwar in die Zeit der alten Sonne. Ihr wisst, die alte Sonne ist der zweite Erdenkosmos unseres Planetensystems. Und wir erfahren von Rudolf Steiner, dass auch wir auf der alten Sonne bereits als Wesen in der Entwicklung mit dabei waren. Und dass sich auch auf der alten Sonne die Gestalt des heutigen Erdenmenschen, also von uns, unsere heutige Gestalt, auf diesem urfernen Kosmos der alten Sonne durch bestimmte Metamorphosen hindurch gestaltet hat. Und Rudolf Steiner sagt, dass die Menschen damals geistig gesehen wie Pflanzen waren. Wie können wir das für unsere heutige Situation verwerten, um uns klarzumachen, in welche Richtung unsere Entwicklung, auf welcher Grundlage unsere Entwicklung stehen sollte? Wenn wir uns die heutigen Pflanzen anschauen, wir hatten es an anderer Stelle bereits einmal benannt, dann können wir sagen, der Unterschied zwischen der Pflanze und dem heutigen Menschen ist, dass die Pflanze ihr geistiges Zentrum im Erdboden hat. Das heißt, der Mensch hat sein geistiges Zentrum um 180 Grad gedreht im Verhältnis zur Pflanze. Unser geistiges Zentrum strecken wir dem Himmel und der Sonne entgegen. Und unsere Fortpflanzungsorgane strecken wir dem Erdboden entgegen. Bei der Pflanze ist es genau umgekehrt. Die Pflanze streckt ihr geistiges Zentrum dem Erdboden entgegen. Das geistige Zentrum der Pflanzen ruht sogar im Erdboden. Und ihre Fortpflanzungsorgane richtet sie gen Himmel, gen Sonne, gen Licht. Und nun haben wir, auf das der Mensch entstehe, im Kosmos, der zwischen der alten Sonne und unserer heutigen Erde, dem sogenannten alten Mond, liegt. Auf diesem alten Monde vollzieht sich, wenn wir davon ausgehen, von der alten Sonne zur Erde, dreht sich quasi die menschliche Gestalt um 180 Grad. Dann haben wir es auf dem alten Mond mit einer Zwischendrehung, könnte man sagen, um 90 Grad zu tun. Das heißt, wenn man so will,
hat sich auf dem alten Monde die menschliche Gestalt parallel gestellt zum Erdboden. Und diese Körperhaltung finden wir heute im Tierreich, während die Pflanze und der Mensch sich aufrichten. Bewegt sich das Tier parallel zum Erdboden. Und wie wir auch bereits einmal gesagt haben, sind auf der alten Sonne vorwiegend die arimanischen Wesen zurückgeblieben. Und auf dem alten Monde die luziferischen Wesen. Und wir können anhand dieser Entwicklung Folgendes für uns ableiten. Die arimanischen Wesen ertragen, wenn man es so will, billigen, könnte man auch sagen, einen Erdenmenschen, der bis ans Astralische hinanreicht, der sich also aufrichtet bis zu einem gewissen Grade, aber nicht dazu kommt, ein eigenes astralisches in sich zu tragen, sondern dieser Mensch soll sich nur aus dem Feld der Weltenastralität heraus fügen. Und zusätzlich soll er verwurzelt sein mit dem Erdelement. Er soll sich nicht in Richtung Freiheit bewegen. Sondern das, was Arimans Vorstellung für uns ist, ist, dass der Mensch in einer Art Tierbewusstsein verbleibt. Denn wir hatten ja gesagt, dass eine Weiterentwicklung immer in der Mitte der Zeit einer planetarischen Inkarnation stattfindet. Das heißt, die arimanischen Wesen können maximal ein tierisches Bewusstsein erdulden. Alles andere ist für sie bekämpfenswert. Und nun gehen wir einen Schritt weiter zum alten Mond. Auf dem alten Mond sind vorwiegend die luziferischen Wesen zurückgeblieben. Und in der Mitte des alten Mondes zeichnet sich ab, dass die menschliche Entwicklung in Richtung Eigengeistigkeit, in Richtung Selbstbewusstsein gehen soll. Das heißt, dass der Mensch sich wirklich bereit macht, seine Gestalt in eine Richtung bereitet wird, in der der Mensch einmal in der Lage sein wird, einen eigenen Geist in sich tragen zu können.
Das heißt also einen Schritt weiter als der Mensch als Tier. Und diesen Zustand, den wir gerade benannt haben, das wäre das Maximum, was die luziferischen Wesen zulassen möchten. Allerdings, wie wir wissen, Luzifer ist derjenige, der den Menschen zwar geistig haben möchte, aber er möchte die Menschen zu geistigen Automaten machen. Das bedeutet, dass der Mensch wirklich in die Freiheit kommt. Und dass er diese Freiheit dazu nutzt, sich aus freien Stücken dem Christus zuzuwenden. Und aus dieser Kraft heraus, ich bin ein Ich, diese Kraft wieder aufzugeben, aus dem Egoismus zu entlassen und diese Kraft nur für die anderen und für die Welt zu verausgaben. Das ist etwas, was die luziferischen Wesen nicht möchten. Das heißt, sie unterstützen einen geistigen Menschen, aber dieser geistige Mensch soll stets von einer höheren Autorität geführt werden. Und wenn wir nun diese beiden Ansprüche, man muss sagen, diese beiden unvollkommenen Ansprüche Luzifers und Ahrimans zusammennehmen, denn wir erfahren ja von Rudolf Steiner, dass diese beiden Kräfte, diese beiden Wesen immer zusammen auftreten. Und wir versuchen uns klarzumachen, dass diese beiden Kräfte es besonders auf die religiös-spirituellen Kräfte, die auf die Menschen einwirken, abgesehen haben, dann finde ich, können wir an vielen Beispielen bemerken, wie stark der Zugriff der Widersacher in dieser Hinsicht heute geworden ist. Der Mensch als Befehlsausführer alter Gesetze, der Mensch als sich beugendes, sich unterwerfendes Wesen, bis in die Körperhaltung hinein. An ein Durchbrechen der Aufrichtekräfte, die wir Menschen dringend brauchen, um in eine gedeihliche Zukunft zu gehen. Und inmitten dieser beiden Kraftströmungen, der arimanische Traum des Menschen als höheres Tier und die luziferische Kraft, die den Menschen zwar hochgeistig sieht,
bis in die geistigen Reiche emporsteigen lassen möchte, aber nicht als freies Wesen, sondern als Automaten. Und wir sollten allerdings dabei auch in Dankbarkeit auf Luzifer und Ahriman schauen, denn wir hatten bereits an einigen Stellen gesagt, dass dieses Rätsel des Bösen, das es für uns in der Bewusstseinsseelenzeit gilt, zu lösen, nicht darum gehen kann, diese beiden Wesen vernichten zu wollen, sondern es geht darum, die beiden zu erkennen und durch die Kraft unserer Mitte zu erlösen. Nicht indem wir sie ausschließen, werden wir sie verwandeln, sondern nur, indem wir uns ihnen zuwenden. Aber dafür brauchen wir Christus-Bewusstsein. Wir brauchen ein Bewusstsein der Mitte, ein Bewusstsein des Lebendigen. Und wir brauchen ein Bewusstsein darüber, dass jeder von uns ausnahmslos bereits in mehr oder weniger großen Teilen unseres Wesens, unserer Wesensglieder von den Widersachern erfasst worden sind. Und es beginnt im Denken. Das Denken macht uns zum Menschen. Und deshalb tun wir gut daran, uns im Denken so wach wie möglich zu halten. Und über dieses klare Denken den Weg zu unserem Herzen aufzunehmen. Unser Denken zu durchwärmen. Und gleichzeitig Licht in unser Herz zu tragen. Und ich möchte das heutige Video mit einem Ausspruch schließen, den Rudolf Steiner sehr empfohlen hat. Er sagte über diesen kleinen Spruch, dass jeder moderne Schulungsweg im Grunde mit diesem Spruch beginnen sollte. Dass er eine sehr gute Grundlage bilden kann, um eine gedeihliche geistige Entwicklung in Gang zu setzen. Und er lautet wie folgt. Bevor das Auge sehen kann, muss es der Tränen sich entwöhnen. Bevor das Ohr vermag zu hören, muss die Empfindlichkeit ihm schwinden. Ehe
Eh vor den Meistern kann die Stimme sprechen, muss das Verwunden sie verlernen. Und eh vor ihnen stehen kann die Seele, muss ihres Herzens Blut die Füße netzen. Damit möchte ich das heutige Video gerne schließen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch, dass ihr wieder dabei wart. Ich bedanke mich für die vielen positiven Rückmeldungen, die Kommentare. Und wie immer, ganz besonders bei denen, die auch eine Spende an mich richten. Vielen herzlichen Dank. Alles sehr willkommen. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video hier auf Kulturepochen wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Viel Kraft kommt gut durch diese turbulenten Zeiten. Und ich sage danke und bis bald.